Das Sommer-Adonisröschen trägt rote Blüten mit 6 bis 8 Blütenblättern, die einen schwarzen Fleck an ihrer Basis haben. Blütezeit ist Mai bis Juli. Seit der Bronzezeit, also seit etwa 4000 Jahren, begleitet uns die Pflanze als Ackerunkraut. Durch den Einsatz chemischer Spritzmittel ist sie sehr stark zurückgegangen und daher heute geschützt. Solltet ihr sie also wirklich mal finden, auf keinen Fall abpflücken. Das täte euren Händen auch nicht so gut, denn ich habe vor vielen Jahren mal einen starken Hautausschlag bekommen, nur deshalb, weil ich mehrere Pflanzen beim Fotografieren mit dem Arm berührte. Ja, das Sommer-Adonis-Röschen ist giftig, wie alle anderen Adonis-Arten auch. Sie enthalten Herzglykoside und sind in ihrer Wirkung der des roten Fingerhuts sehr ähnlich. Der Vergiftungsverlauf zeigt sich in Übelkeit und Erbrechen, Krämpfen und Durchfällen. Weiterhin kann es zu Störungen des Herzrhythmus und auch zu Atemnot kommen. Auch für die meisten Tiere sind die Pflanzen toxisch. Außer in Getreideäckern findet man das Sommer-Adonis-Röschen an Feldrändern und Böschungen. Es mag kalkhaltigen Boden. Das Frühlings-Adonis-Röschen, ein direkter Verwandter mit dem Sommer-Adonis-Röschen, ist Bestandteil verschiedener Herz- und Kreislaufmittel und zeigt im Gegensatz zum Fingerhut nicht so viele Nebenwirkungen. Auch in der Homöopathie setzt man die Pflanze als Herzmittel ein. Der Name Adonis kommt aus der griechisch-römischen Mythologie. Ares, im römischen Mars, war eifersüchtig auf Adonis, dessen Geliebte Aphrodite bei den Römern Venus war. Ares bzw. Mars verwandelte sich in einen Eber und tötete Adonis. Aus jedem Blutstropfen soll nun ein Adonisröschen gewachsen sein. Anders heißt es aber auch, dass Aphrodite bzw. Venus Adonis in das Adonisröschen verwandelt habe.